Name ist Tatiana Ciro Costa. Ich bin Brasilianerin, in der großen Stadt São Paulo geboren, wo ich auch meine Studium absolviert habe in Geografie. Und das heißt, 2 Jahre nach meinem Abschluss in der Uni habe ich dann eine großartige Möglichkeit bekommen, für die GIZ zu arbeiten. Und als mein Projekt da zu Ende war, und habe ich dann von einem Stipendium gehört von der DAAD, einem Masterstudium in Deutschland im Bereich Umweltpolitik, Umweltwissenschaft, wusste ich sofort, das ist genau, was ich machen wollte. Dann habe ich mich beworben und tatsächlich kam ich dann nach Freiburg zu diesem Environmental Governance Studium. Ich arbeite bei der EWS, Elektrizitätswerk Schönau. Es ist für mich ein einzigartig, außergewöhnlicher Energieversorger. Und hier bei der EWS bin ich stellvertretende Leiterin für die Betriebsstätte in Freiburg und stellvertretende Store-Managerin auch. Also in dieser Position muss ich natürlich zuständig sein für alle administrative und organisatorische Belange dieser Betriebsstätte. Und auch habe ich auch viele Kundenkontakt für Kunden von uns oder die sein wollen. Und ich bin da erster Ansprechpartner auch für Partner, für Mitstreitende. Also ich denke, Anforderungen und Chancen sind die gleiche überall. Was für mich den Unterschied machen, leider für uns. Wir müssen tatsächlich von Null anfangen. Ne? Wir sind Outsiders sozusagen. Wenn man von Null anfängt, es kostet eine Unmenge von Energie, Geduld, Willenskraft. Ne? Das heißt, man muss tatsächlich stark sein. Und ich denke, hier gibt es tatsächlich viele Unterstützungsstrukturen. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen für jeden, das tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Die Sprache auf jeden Fall, das ist eine Basis, ne, eine sehr wichtige Basis. Man soll wirklich viel Zeit investieren, um die Sprache zu lernen. Nicht unbedingt nur beim Kursen, sondern in Reallebenssituationen, sich ins kalte Wasser zu werfen sozusagen. Und letztendlich auch die eigenen Netzwerken sozusagen durch zum Beispiel ehrenamtliche Engagement einfach Netzwerken aufbauen, erweitern und stärken. Ich freue mich, dass ich bin immer noch wer ich bin. Ich denke, alles, was ich hier geschafft habe oder gemacht, ist es nicht, weil ich mich angepasst habe. Natürlich lernt man, aber das macht jeder in seiner sozusagen Lebenslaufbahn. Ne? Aber man muss nicht anderes sein oder anderes machen. Im Gegenteil, ich finde eine Bereicherung, dass ich anderes bin. Und ich würde alle anderen, die sowas nicht sehen, einfach mal einladen, die Augen aufzumachen, was es für eine Bereicherung ist, dass wir alles andere sind.